Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu Stranded Deep oder Stranded Deep. Ein Survival Crafting Game. Von Action habe ich noch nichts gesagt, aber Action wird vielleicht auch passieren. Es ist seit gestern, vorgestern draußen. Ich hätte es gestern schon mal aufgenommen, um dann festzustellen, dass einfach der Ingame-Sound viel zu krass laut ist. Deswegen jetzt nochmal mit überarbeiteten Tonqualitäten starten wir. Die ersten Bilder erinnerten mich massiv an The Forest, nur ohne Forest. Wir werden sehen. Okay, ich bin in einem Flugzeug. Das heißt, es ist genau wie bei The Forest auch. Das ist natürlich komisch. Aha. Dass auch die Flugzeuge leer sind. Ah nee, da vorne scheint jemand zu sitzen. Wo sind wir denn hier? Wir reisen anscheinend irgendwo nach Asien, oder? Ist das Asien? Das müsste doch Japan sein hier, oder? Von Amerika Westküste nach Asien. Okay. Craftable Objects are highlighted. Aha, also Sachen, die orange sind, mit denen kann ich was bauen. Aha, da kann ich dann links klicken. Ah, Martini. Tab, Inventory. Und dann zünde ich den an. Das sieht wirklich nach einem leckeren Martini aus. Dann pfeife ich mir den mal hinter die Binde, würde ich sagen. So, to drink your Martini. Links. Linker Mausbutton. E and drink. Nee, ich mache immer Trolley. Wieso habe ich denn hier den Trolley anvisiert? Huch. Was habe ich jetzt? Jetzt habe ich ihn getrunken. Oder? Herr Pilot, sehen Sie schon was da draußen? Es sieht relativ duster aus. Head back to your seat. It's gonna be a long flight. Ja, da habe ich so meine Zweifel, dass das so ein langer Flug sein wird. Aber gut. Dann setzen uns wir mal hier wieder hin und warten so, was happened. Das war so klar. Oh oh. Oh oh. Captains. Entschuldigung. Excusez-moi. Messieurs. Madames et messieurs. Messieurs. Le planet. Je krach boom. No? Oui? Oh, merde. Anscheinend sind wir... Wow. Oh, ich bin underwater. Okay, das sind meine Brille. Get to a lifecraft on the source. Okay. Die Piloten scheinen raus zu sein. Ich muss mich mal ein bisschen beeilen, glaube ich. Das sieht aus wie so ein Floß. Wir begeben uns mal Richtung Floß. Hallo? Climb in, alles klar. Puh. Das sieht ja... Hä? Ja gut, vielleicht liegt das hier noch so ein bisschen weit oben. Aber was nun? Oh, fuck. Ah, oh, die Turbine explodiert. Und so viel um mich herum, dass es immer so laut sein muss. Also, es ist richtig krass. Oh. Oha. Oh, das sieht aber genauso aus wie The Forest. Wie gesagt, nur ohne Forest. Aber es sieht schön aus. Guck mal, das sind Fischis. Und da ist eine Insel. Da ist eine kleine. Da drüben eine Insel. Zwei Inseln. Da ist auch noch irgendwo was. Da hinten ist noch eine Insel. Drei Inseln. Eins, zwei, drei. Schauen wir mal, und die... Aha, take the paddle. Ah ja! Nein, ich muss da hin. Ja, okay. Das ist ja sau interessant. Oh, guck mal, da ist ein Schiffswrack. Oh, nice. Und dahinter. So, da gehen wir hier mal an Land. Ich lege das mal weg. So, auf Q. Kann ich hier irgendwie auch raus? Ah ja. Aha. Ja. Schön, dass ich dann doch überlebt habe. Was ist das? Mysterious Box. Kann ich die öffnen? Hallo? Wie geht die auf? Aha, ich habe da ein Messer. Ich dachte, ich könnte jetzt vielleicht damit aufschneiden oder so. Was war das? Ach, da kann man... Ach so, mit Rechtsklick hält man die Sachen fest, die da rumliegen. Mysterious Box. Ja, warum kann ich es nicht aufmachen? Ich kann auch nicht mit dem Messer irgendwie dran rumfuchteln. Mit rechts kann ich sie hochheben. Und wegwerfen. Aber ich will sie aufmachen.
Warum kann ich sie nicht aufschneiden oder einfach öffnen? Irgendwie kriege ich sie nicht auf. Also da scheint anscheinend irgendwas drin zu sein, an das ich aber nicht rankomme. Dann lagere ich das jetzt mal hier. Ich denke, das Wichtige ist, dass man Schatten hat, ne? Mysteriöse Box. Ja, ich kann da leider nichts machen. Gut, dann gehen wir mal weiter. Aha, da kann ich einen Stick, kann ich mitnehmen. Was ist das? Yuka? Ah, okay. Das sind so eine Art Lashing. Bänder, irgendwas. Die Box kann ich nicht aufmachen. Das habe ich noch einen Stick gesehen. Ich denke mal, dass ich mir jetzt auch einfach random hier irgendwas craften. Oh, ein Haifisch! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Ich mach dich Messer, Alter! Ich mach dich kaputt, ey, ich sag dir. Ich geh lieber wieder. Ja, da ist er weg. Oh, 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 oh. Okay, okay, okay. Hey, wir bleiben Freunde, okay? Erstmal. Hey, Brudi, hä? Brauchst du Stress, hä? Doch keine Freunde vielleicht, hä? Komm her! Ich mach dich kalt, ey. Irgendwann, verspreche ich dir, mein Lieber, werde ich dich essen. Oder eher mich, aber... Ist das die Hai-Musik? Ich glaube, das ist die Hai-Musik. Boah, das ist eine richtig schöne, possierliche, schöne Insel. Da, jetzt habe ich noch einen Stein gefunden und drei Stöcken. Was liegt denn da noch so rum? Das sind alles hier so Bäume. Ja? Palm Tree, Palm Tree. Palm Tree. Oh! Ich kann die hochklettern. Nein! Ah, da kann ich die... Da kann ich die Kokosnuss... Au, au! Ah, ah, was... Was war das? Oh. Ach, trinkbare Kokosnuss, okay. Oh, scheiße, wie kann ich denn... Was ist das? Ah! Uhrzeit, was soll mir das bringen? Ah, okay. Hier kann ich mir anschauen, wie ich drauf bin. Leben, Essensanzeige und Trinkensanzeige. Und das ist Uhrzeit, Datum und die Temperatur. Ah, da muss ich dann gucken, dass ich da vielleicht... Warte mal, hier hat's 108 Grad Fahrenheit. Wir gehen mal in Schatten, ob sich das dann da ändert. Nein? Okay, gut. In sich anscheinend nichts. Ich mache nochmal gerade den Yucca-Strauch hier kaputt. Da kommen ja solche Dinger. Ich will mir irgendwas craften. So, und dann... Oh, da ist noch ein... Da ist noch sonst. Und da ist noch ein Stein. Guck mal. Guck mal, Door. Aber ich sehe schon, mein Inventar war gerade voll. Wir laden jetzt die Sachen mal hier wieder beim Boot ab. Ah, da war vorhin noch Schatten. Das heißt, die Sonne bewegt sich tatsächlich. Dann muss ich mir wirklich irgendwas bauen, wo ich mich vor der Sonne schützen kann, denke ich mal. Kann ich das jetzt trinken? Ja, geiler Scheiß. Okay, und weg damit. Aber die ist doch noch nicht leer, oder? Gut, egal. So, was habe ich hier noch mitgebracht? Was habe ich noch? Den Stein, den legen wir auch mal ab. So, jetzt geht jemand da mal auf das Boot. Das interessiert mich jetzt brennend. Ist hier sonst noch irgendwas? Was ich da auf dem Boot finde. Voll geil, so ein altes Boot hier gestrandet. Was ist das? Ach so, ein Texturenfehler. Boah, ist ja voll awesome. Kann ich da rauf? Oh, da muss ich reintauchen, oder was? Nee. Das ist auf jeden Fall defekt. Da muss ich doch irgendwie hochkommen. Door. Hä? Okay, was... Ach, das war die Tür, okay. Wieso komme ich da nicht drauf? Gibt es da keinen so einen... Komme ich da nicht irgendwie hoch? Kann man hier eigentlich überall hintauchen? Anscheinend ist das wohl relativ groß gefächert. Und hier ist wohl irgendwann mal so ein Schiffskapitän mit seinem kleinen Boot anscheinend ja, an Land gespült worden oder so. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich da drauf kommen soll. Ich möchte da unbedingt rein in das Boot.
vielleicht von meinem Boot aus dahin schippern und von da aus dann drüber jumpen. Hm? Das könnte natürlich gehen. Da werden wir mal dann gleich wieder wassern. Oh, da schon her. Wo ist er denn? Man hört ihn immer nur so komisch verdächtig sich in die Nähe antauchen, der Herr Hai. Jetzt legen wir mal die Sachen hier noch dazu. So. Und dann ab ins Boot. Ach, das kann ich ja, genau. Ach so. So. Moment, festhalten. Upsi. Und dann kann ich ja, nee, kann ich nicht. Paddle nehmen. Ah ja, so einfach geht's. Okay. Tut mir der Hai was, wenn ich hier auf dem Boot herumschippere? Oh, das habe ich mich selber von meinem Schlauchboot runterge... Habe ich mich festgefahren? Komm schon. Jawohl. Und jetzt hat. Jawohl. Wird mir doch wohl rüberkommen können irgendwie. Mann, ich will auf dieses Boot. Ich will wissen, was da ist. Und zwar sofort. So, heute noch. Ja, schön, Peggy. Ganz wundertastisch machst du das. So. Und erstmal das hier stehen lassen. Und dann... Ja. Yeah. Oh, kann man da hoch? Da oben. Da ist eine Truhe. Guck mal. Eine Gasflasche. Wo zum Tauchen gehen, oder was? Das ist ja nice. Ah, jetzt ist die Tür dazu, das ist ja blöd. Oh, was ist denn hier noch drin? Kann ich hier vielleicht noch irgendwelche anderen Sachen? Ah, ein Locker. So ein Schrank halt, ne? Wow, oh, eine Leuchtpistole. Und eine Machete. Ja, krasser Scheiß. Und was ist das? Morphin. Wow, falls ich verletzt bin. Und da? Ein Fuel Tank. Aber mit dem Boot werde ich ja wohl jetzt hier nicht fahren können, oder? Ich denke nicht, dass ich das kann. Oh, hm. Okay. Dann fahren wir mal wieder zurück. Ich glaube, jetzt habe ich... Jetzt kann ich das Paddel nicht mehr nehmen. Ist das dein Ernst? Okay, warte mal dann. Was habe ich denn jetzt noch dabei? Gut, den Tank lassen wir jetzt mal da liegen, oder? Vielleicht kann ich mir dann irgendwann daraus ein Boot zusammenbauen und von hier verschwinden. Ich meine, das würde ja wahrscheinlich hoffentlich nicht das einzige Boot sein, was hier so rumsteht. Irgendwelche alten Piratenschätze vielleicht. Ich meine, wenn ich das hier so sehe... Ne? So. Jetzt lasse ich das Paddel mal wieder hier. Nehme ihn mal wieder mit. Okay. Machen wir hier wieder einen Stapel. Da war noch ein Steinchen. So. Da drüben ist auch noch so eine Mini-Insel, ne? Und da hinten ist auch noch eine Insel. 1, 2, 3, 4 Inseln sind es um mich herum. Boah, da können wir bestimmt auch mal da auf die anderen. Da, so. Da, so. Legen wir alles hier schön auf den Haufen. Und eine Machete, die behalte ich jetzt mal auf der Hand, würde ich sagen. Oh, damit kann ich bestimmt... Hupsi. Damit kann ich bestimmt hier... die Dinger weghauen. Da so ein Baum, oder? Warte mal, da war noch ein Stein. So, und dann hauen wir jetzt mal hier so einen Baum um. Hier, so ein. Geht das? Ah ja, da unten seht ihr das. Das wird immer weiter auseinander. Und dann hauen wir die mal weg hier. Oh, lauter Kokosnüsse. Okay. Da können wir dann auch wahrscheinlich wieder draus trinken. Wir gucken mal auf die Uhr, wie es mir geht. Ja, geht gut, ne? Wie viel ist es warm? 108 Fahrenheit. Wahrscheinlich macht ihm wirklich dann auch die Temperatur so ein bisschen zu schaffen. Hauen wir mal ein bisschen noch drauf rum. So. Oh, oh. Da hört man ihn schon wieder. Da ist er. Seht ihr ihn? Da ist er. Mein Kumpel. Oh! Gott, voll erschrocken.
Aha, Sticks, okay, ja. Da kommen also 4 Sticks raus. Die lege ich mir auch wieder. Nein, nicht die Machete, bitte, Packy. Die Machete brauche ich auf der Hand. So. Und den noch. Und jetzt kann ich doch einfach hier Linksklick gedrückt halten. Ah, Craft Hammer und Craft Axe. Jetzt habe ich mir einen Crude Hammer. Und dann? Was kann ich mir jetzt hier raus? Oh, mit dem Hammer kann ich mir wieder andere Sachen craften, oder was? Nehmen wir mal wieder nichts in die Hand. Craft Axe. Und ein Campfire könnte ich mir damit machen. Aber ein Feuer werde ich jetzt wohl gerade nicht brauchen. Aha. Jetzt habe ich eine Axt und einen Hammer. Was kann ich jetzt mit dem Hammer? Was ist mit der Box? Wieso kann ich sie nicht aufmachen? Oh nein, jetzt habe ich Wasser getrunken. Ich depp. Wo ist denn meine... Wo ist meine Machete? Da. Ich werde doch wohl diese Box aufschneiden können. Was ist los? Dead Axe. Mann. Da kann ich mir jetzt nur ein Campfire machen. Ja. Oh, dann sind wir auch, glaube ich, schon wieder am Ende der Folge. Leute, wollt ihr mehr davon sehen? Findet ihr es geil? Findet ihr es spannend? Dann schreibt es mir in die Kommentare und dann machen wir nochmal was. Ne? Bis dahin. Tschüss.